E-105 Zeta rescue complete. Units remaining. Gamma. Beta. Willkommen zurück zu Sonic Adventure. Ja, wir stehen kurz vor dem Finale in Gamma Storyline. Die einzig verbliebenen Roboter ihrer Bauweise sind Beta, den wir gerade vorbeigefliegen haben sehen, und Gamma selbst. Zeit für den Showdown dieser beiden Brüder. Kurz überlegen, wie ich da am besten jetzt hin noch hinkomme. Ja, ich geh mal hier rum. Oh yeah. Nee. Hier hinten ist nichts, da lag nichts verkehrt. Mensch, Kamera, spiel doch ein bisschen mit. Moment, wo muss ich jetzt hinlatschen? Ich bleib hier ein Stückchen auf dem Schlauch. Ach, da sind wir schon. Mahne nur ein paar Meter. Und nun, der Showdown. Gamma gegen E101 Beta MK2. Mit einer absolut genialen Bossmusik. Die Swing nämlich total. Wow, wow, wow. Ja, ja, mehr Raketen, sind mehr Raketen. Ja, der Kniff an Gamma ist, an Beta ist, er kann alle unsere Angriffe abwehren. Das sollten wir gefälligst auch mit sein tun. Nur wenn er mit seinem Rammangriff kommt, müssen wir ihn von hinten in den Rücken treffen. Dein Falcon Punch ist zu langsam. Deine Raketen aber auch. Diese Musik so. Noch ein Treffer und das war's dann auch schon. Come on, Beta! Nein, 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 nein! Ich glaube, jetzt geht er in den Overkill-Modus. Oh yeah! Er bombt uns zu! Mach schneller, Gamma! Boom! Der letzte ganz große! Komm, ey! Komm und ja, das war's! Sayonara, Beta! Nein, er explodiert nicht. Habt ihr das gesehen? Er ist nicht explodiert. Was jetzt? Die stehen sich gegenüber. Beta ist down. Nein. Ein letzter Schlag. Beta ist vernichtet. Vögelchen, die Amy in ihrer Story befreit hat.
mit dem Bild einer glücklichen Familie vor Augen. Stirbt auch Gamma. Ja. Eine traurige Szene, wie ich finde. Und das war es auch schon wieder. Das war Gammas Kapitel in Sonic Adventure. Ja, auch wieder ein recht kurzes Kapitel. Aber es macht viel Spaß, es zu spielen. Gamma ist mit seiner Lock-On-Fähigkeit und seiner Raketenballerei einfach awesome. Und ja, auch sein Charakter. Er ist ein einfacher Diener von Eggman, beziehungsweise Robotnik. Aber entwickelt dann eine eigene Persönlichkeit, beschließt seine Familie, ja, seine Artgenossen zu retten, indem er sie vernichtet. Ich mag Gamma. Außerdem ist der Sonic-Charakter mit dem meisten Beat. Schaut doch mal euch nochmal seine Zwischensequenzen an. Bei jeder Szene wippt er mit im Takt der Musik. Es ist einfach awesome. In Sonic Heroes wurde er leider dann ersetzt. Sein Nachfolgermodell ist Omega, der für die späteren Sonic-Spiele auch beibehalten wurde. Omega hat sich dann mit Rogue the Bat und Shadow the Hedgehog auf eine Seite gestellt und bildet das Team Dark. Aber für mich persönlich kann er Gamma nicht ersetzen. Gamma ist einfach, ja, ein toller Charakter. Gut, dann würde ich sagen, genießt wieder mal schöne Abspannmusik. Leider hat Gamma kein eigenes Lied bekommen, also mit Text, mit Vocals. Aber trotzdem, eine schöne Melodie, die auch gut zu dem traurigen Ende passt. Ja, ich hoffe, man hört das Donnergrollen im Hintergrund, was bei mir gerade ist, nicht in der Aufnahme. Das wäre schade. Jedenfalls, ich verabschiede mich für diesen Part und sage... Bis zum nächsten Mal.